Willkommen zu einer weiteren Folge von Plants vs. Zombies Garden Warfare. Heute mal ein bisschen vorproduziert und mit Skype nicht auf beschäftigt stehen. Das ändern wir mal ganz kurz. Das geht nicht. So, weiter geht's. Ich. Von wem krieg ich denn hier auf die Schnauze? Das sehe ich gar nicht an. Leute, ich werde das Gewinnspiel die nächsten Tage auflösen. Dass ich mir mal die lustigsten Kommentare da raussuche. Und dann ein paar Leute gewinnen. Beziehungsweise drei Leute gewinnen insgesamt. Ne? Weil auch könnt ihr teilnehmen, noch könnt ihr einen Kommentar schreiben, ein lustiges Kommentar. Warum denn ihr das Spiel oder ein T-Shirt von Plants vs. Zombies haben wollt. Wichtig ist, was ihr nicht. Was ganz wichtig ist, die T-Shirts sind leider alle in XL-Größe. Weil die mir so zugeschickt wurden. Ich wusste zwar nicht jetzt nicht warum, mit welchem Sinn, aber. Okay, dazu gibt es Autogrammkarten und so weiter und so fort. Außer man möchte das Spiel, dann gibt es leider keine Autogrammkarten, weil da gibt es nur einen Key für. Das ist die Sache. Weil den Key verschicke ich ja nicht per Post, sondern den Key, den verschicke ich. Was auch Sinn macht, per Nachricht. So. Jetzt gönnen wir uns hier den Platz. Teilnehmer ein wenig. Oh Gott, da kommt wieder der Herr hier. Ja, den holen wir uns, Oh Gott, weg. Den holen wir auch noch. Kann er nicht sterben? Ist er tot? Der ist tot. Ah, schön. Und jetzt ziehe ich direkt weiter. Mich interessieren die anderen gar nicht mehr. Ich versuche einfach hier so schnell wie es geht weiterzukommen und durchzuziehen. Um zum nächsten Punkt zu kommen und den vielleicht jetzt zu erobern. Oder dass es großartig jemand mitkriegt. Aber das war bitte die Heilpflanze, nein, das war keine Heilpflanze. Nein, er hat mich geholt. Mann, das wäre cool gewesen, wäre ich jetzt als erstes da gewesen und hätte einfach den Punkt einnehmen können, ohne dass es jemand mitkriegt. Das war obergeil gewesen. Kann ich wieder blieben? Hallo? Hallo? Nein. Na, was geht jetzt ab? Und. Ja. Komm. Kriegt er mich? Nein, kriegen sie nicht. Da drüben gibt's dann auf die Schnauze. Dann gibt's zurück auf die Schnauze. Das sehe ich gar nicht ein, du. Wir spielen übrigens wieder Remir-Übernahme, wie ihr natürlich gerade seht. Und ich möchte versuchen, ich versuche gerade dem einen oder anderen Freund in dem Sinne, Plants vs. Zombies zu organisieren, dass ich demnächst vielleicht doch mit dem einen oder anderen zusammenzocken kann. Weil, weiß ich nicht, alle Leute, mit denen ich eigentlich zu tun habe, die haben das Spiel nicht. Ich habe jetzt aber jemanden gefunden, der hat Interesse, das mal auszuprobieren. Und ich versuche dem jetzt das Spiel zu organisieren, damit ich das mit dem zusammen zocken kann und dann auch bringen kann. Weil da habe ich mega Bock drauf, mal ein bisschen Koop zu spielen, die Aufträge mal zu zweit zu spielen und generell den Multiplayer so ein bisschen. Wäre ganz cool. Und dann halt auch mal was zu reißen, ne? Dann Spaß zu haben. Denn alleine macht das auf Dauer keinen Spaß. Das soll nicht heißen, dass ich keine Freunde habe, aber spielt ja keiner Plants vs. Zombies. Das Problem. Und mit Dalu kann ich nur den Multiplayer spielen und der hat auch nicht sehr lange, der kann. Das Problem bei Dalu ist, der kann nicht sehr lange Spiele spielen. Der hat zwar Spaß, allen drum und dran, aber nach einer Stunde oder so, nach ein, zwei Stunden, da hat er nicht mehr die Motivation. Der braucht was anderes. Der braucht halt Abwechslung. Und das ist dann halt, da funktioniert dieses Konzept dann nicht so gut. Das ist kacke. Dass wir zu zweit unterwegs sind. Ja, aber dann werde ich versuchen, wenn ich jemanden habe, weil dann habe ich auch mehr Motivation, mehr aufzunehmen. Ich würde dann ein bisschen den ganzen Tag zocken. Aber ich muss halt auch ein bisschen was tun. Aber wenn ich halt jemanden habe, mit dem ich das mache, dann werde ich auf jeden Fall schaffen, so für zwei Videos für den Tag fertig zu kriegen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst mal ein Däumchen nach oben da. Dann versuche ich halt zwei Parts zu bringen, dass ich einmal eine Runde Singleplayer oder Gartenkommando oder so spiele. Oh Gott. Ein Treffer noch, ich bin tot. Heilung, Mami. Kann mich wer heilen? Hallo? Heilpflanze! Hallo! Hallo! Heil mich! Hallo! Oh! Danke!
Die haben mich geheilt. Bam! Okay, jetzt gehen wir voll rein. Jetzt droppen wir eine Bombe da hinein. Bam! Einfach mal 2 Kills gemacht, mindestens. Habe ich mir gegönnt, so. Habe ich mir richtig fett gegönnt. Das war richtig cool gerade. Ja, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Danke, danke, danke. Sind hier noch Gegner? Nö, scheinbar nicht. Okay, dann ziehen wir einfach weiter. Einmal mal versuchen auszuweichen. Dann wird alles super. Die wird schon wieder belebt. Gehen wir mal in die Steckung. Und dann holen wir uns mal hier eine neue Pflanze. Nein, die wollte ich eigentlich gar nicht ziehen. Egal, ich muss einfach schnell kriegen. Ich hatte keine Zeit, um mich großartig zu entscheiden. Und rüber! Und direkt rein! Ja! Keine Ahnung, wo der kommt. Ich habe ihn nicht gesehen. Egal, ich habe schon mal Hauptsache, bin ich ein bisschen was eingenommen. Dass wir schon mal einen Anfang haben. Hoffe ich zumindest. Ich guck gleich mal. Ja, aber ich habe sogar eine ganze Menge geschafft, du. Hätte jetzt nicht gedacht. Ah, da oben ist der Herr. Ich hab's gar nicht vernommen da oben. Wenigstens Assists, die reichen mir auch aus. Bam! Ah, ich liebe es. Kriege ich eigentlich die XP auch als Münzen? Nee, ne? Heilung, Heilung, Heilung. Ah, ich krieg schon Heilung. Heilung, Heilung, hallo, 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 Mami. Heilung, Heilung, Heilung. Hallo, Mami, Heilung, 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 hallo, 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 Alter, weil ich bin tot, nee, bin ich nicht. Aber ich hätte gerade das gerne mehr Leben, ein bisschen so. Lad schneller nach! Oh, Level up, geil! Zoom Upgrade, jetzt kann ich besser zoomen, oder was? Ah, das muss ich wahrscheinlich erst auswählen, nehme ich mal an. Und ich hätte vielleicht Chase Switch aufmachen sollen und ich hätte vielleicht hingehen sollen und wegjumpen. Ich nehme an, ich werde nicht wiederbelebt. Ist irgendwo ein Portal? Da gibt's ein Portal. Das bringt uns aber nicht sehr weit, viel weiter davon und doch ein bisschen. Beach. Nein! Der ist natürlich direkt wiedergekommen und hat mich geholt. Was? Nein, ich weiß es gerade nicht. Ah, nee, der war es gar nicht. Mann, ich wollte gerade die MG-Schütze rausholen. MG-Apps rausholen. Du stellst jetzt einfach hier hin. Ich glaube, hier stehe ich relativ sicher. Und treffe auch nichts. Ah, leck mich da am Arsch. Egal, wir stellen jetzt nochmal dahin. Ich stelle mir jetzt nochmal dahin und dann hinter die Antenne. Da war es nämlich ganz. Da war es nämlich eigentlich ganz so gut. So, hier bin ich hoch und dann bin ich hier rüber. Und hier müssen wir so nichts mehr tun. Hat sich das Ganze erledigt.
Ah. Kann man den nicht kaputt machen? Geht's kaputt? Danke. Okay, rauf in ein, rein in die Mine. Nicht rauf, rein. Süp. Ach, hier müssen wir runterjumpen. Okay. Komm schon, Peck, voll in die Fresse. Voll in die Fresse jetzt. Los! Oh, den haben wir zum Glück kaputt gekriegt. Der Kleine, der macht ganz schön fett Schaden, wenn er will. Heil mich weiter, heil mich weiter, heil mich gut, heil mich weiter. Gehen wir weiter hinterher, gehen wir weiter hinterher. Hallo, heil mich wieder, mach wieder an, mach wieder an. Nein, die geht so. Ich hasse mein Leben. Das kann ich eigentlich. Okay, nochmal respawn. Alle, hopp! So, gönnen wir uns hier nochmal eine Flak. Die wollte ich eigentlich schon wieder nicht nehmen. Ich glaube, hier stehe ich relativ perfekt. Oder auch nicht. Aber von da hinten kam da so ein scheiß Robodrache. Ach, der sitzt da drin. Ich dachte, das wäre so mit Leiter. Der sitzt da drin. Das wusste ich gar nicht. Also die Herrschaften. So, Punkto 1, den haben wir. Wir ziehen jetzt vor hier. Da kann nicht sein, dass wir so ewig brauchen, um hier voranzukommen. Pass auf, so müsst ihr nochmal einfach reinstellen. Ja. Also zumindest nicht so, wie ich das gemacht habe, machen. Scheint nicht so zu funktionieren. Oh, Portal. Hier können wir uns. Muss ich mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Damit ihr auch grob weiß, wie spät das ist, weil ich muss nämlich gleich los. Dann müsste ich nämlich auch die Aufnahme unterbrechen, wenn dem so wäre. Oder mit einer Runde beenden. Das wäre dann halt leider so. Das geht nicht anders. Aber ich habe noch 5 Minuten Zeit. Das sollte passen. Oh, durchs Portal, durchs Portal. Na, komm schon. Der da oben, der sich die ganze Zeit drehen muss. Die ganze Zeit hin und her, Leute. Der geht mir total auf den Sack. Wenn ich dich jetzt wiederbelebe, ne? Kriegst du es hin? Nein, kriegst du es nicht. Hier sieht er so ein Scheiß da oben. Oh, ich hasse diese Scheiß von den Piratentypen, diese Scheiß. Und so. Ach, durch die Stinkwolke kann man auch sterben. Ich dachte, da sieht man einfach nur nichts. Ich habe die als Zombie immer nur als Sicht benutzt. Das war scheinbar dumm. Ich wusste gar nicht, dass es Schaden macht. So, ziehen wir mal die letzte von denen, die wir haben. Oh, leck mich am Arsch hier. Leck mich am Arsch. Guck mal, viel Schaden hier. Oh Gott. Ja, beleg mich weiter wieder. Und dann hau ich hier rein. Oh, zumindest habe ich die scheiß Piraten weggeholt. Da bin ich nämlich mit das Hauptproblem.
Kisten, dass er nicht ankommt. Oder ist es davon irgendwo? Im Schrank. Gut, ich würde sagen, das war eine schöne Runde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gebt noch ein bisschen rum, wenn es gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis dann. Tschüss. Ich bin's erst.